Ja, ich denke, das Erste, was wir erkennen müssen, was die Uni erkennen muss, jeder, vom Studierenden bis zum Präsidium, ist, dass das ein Prozess ist. Das heißt, man kann nicht einfach so einen Schalter umlegen und dann ist alles digital, und so soll es auch gar nicht sein. Wir müssen aber zweitens daran denken, dass die Impulse von außen kommen, ob wir wollen oder nicht. Digitale Medien sind die Lebenswirklichkeit unserer Studierenden. Und es ist die Pflicht der Lehrenden, auf die Lebenswirklichkeit der Studierenden einzugehen. Das heißt nicht, dass sie sie hundertprozentig akzeptieren müssen. Das heißt aber, dass sie sie kennen müssen und dass sie damit umgehen müssen. Das ist vielleicht Punkt zwei. Und der dritte Punkt ist etwas, wir alle brauchen Impulse. Die Lehrenden, sie brauchen den Anstoß, mit digitalen Medien auch Neues zu machen. Und sie brauchen auch die Möglichkeit. Schlicht und einfach, das Präsidium muss Impulse zulassen oder Impulse setzen. Und dasselbe gilt für die Studierenden. Auch die brauchen Impulse. Wobei ich da sehr offen bin, wenn wir das Feld öffnen für die Studierenden, werden sie dieses einnehmen und für sich erobern.